Freunde, es ist Freitagmorgen und ich bin heute mal unterwegs, und zwar in Niederbobritsch, und werde auf dem Biohof Haupt mal vorbeischauen. Ich habe mich eingeladen, einfach mal dort vorbeizuschauen und für euch ein kleines Video zu drehen. Seid gespannt und ich freue mich, wenn ihr hier dabei seid. Also, lass uns mal schauen gehen. Na, hi. Grüß dich. Grüß dich. Ja, hallo, ich bin Johann Haupt, ich bin Biobauer, wir haben unseren Betrieb in Bobritsch, wir züchten Galloway-Rinder und das schon relativ lange, seit 30 Jahren. Ja, zum Galloway-Fleisch, das Galloway-Fleisch ist sehr schmackhaft, auch durch die ganzjährige Weidehaltung und die grasbasierte Ernährung. Reich an Omega-3-Fettsäuren, auch an Mineralien. Also ein gesundes Fleisch, ein langsam gewachsenes Fleisch. Also wir machen keine Intensivmast, sondern unsere Tiere werden nur von dem gefüttert, was auf dem Grünland wächst, oder an Kleegras, was vom Acker kommt. Und damit hat man auch ein ganz, ganz schmackhaftes Fleisch, was sich da ergibt. Die Galloways, also in dem Fall die Belted Galloways mit dem weißen Bauchstreifen, erkennt man von Weitem im Bobritschtal, stammen ursprünglich aus Schottland. Wir züchten die seit Anfang der 90er Jahre, also es sind jetzt 30 Jahre. Galloways im Bobritschtal sind eine sehr genügsame Rinderrasse, werden auf unseren Weiden hier gehalten, und ja, es profitiert die ganze Landschaft von dieser Rinderhaltung. Also wir haben ganz viele Insekten, auch zum Teil seltene Vögel, die bei uns im Betrieb brüten, und die Galloways werden ganzjährig im Freiland gehaltene. Ja, Belted Galloways gibt es nicht so häufig, aber gibt einige Züchter in Deutschland, die diese Rasse züchten, und wir haben uns eben auch darauf spezialisiert. Ja, und das Bobritscher Belted Bio Beef gibt es auch bei uns im Hofladen. Die Rinder haben ein sehr schmackhaftes Fleisch, relativ mager, auch durch die Weidehaltung, und ja, ist ein Geschmackserlebnis. Die Kunden kommen gern, und ja, wir freuen uns auch auf Ihren Besuch. Ja, unser Biohof hat 260 Rinder, davon 90 Mutterkühe, der Rest ist dann die Nachzucht. Wir haben sozusagen auch einige Generationen an Nachzucht, die dann gehalten werden und für die eigene Vermarktung dienen. Es wird Zuchtvieh verkauft und eben
Schlachttiere für einen eigenen Hofladen gehalten. Ja, wir bewirtschaften 176 Hektar, davon ein Großteil Grünland hier in der, im Bobritschtal. Und die Landschaft, wer mal mit offenen Augen durch die Landschaft fährt, sieht das auch. Wir haben die auch relativ nachhaltig gestaltet. Wir haben Hecken angelegt, wir legen zurzeit Feuchtbiotope, Teiche an. Also wir machen auch ganz viel für die Natur. Soll alles auch im Einklang sein. Die Kühe sind da ein ganz wichtiger Punkt für Artenvielfalt. Legen wir ganz besonders viel Wert drauf, dass wir dort auch mit der Natur und ja, mit der Schöpfung da im Einklang bleiben. Weidetierhaltung ist ein ganz entscheidender Punkt, der gerade für die Artenvielfalt enorm wichtig ist. Also es ist so, dass gerade aus den Kuhfladen von einer Kuh innerhalb eines Jahres durchaus bis zu 300 Kilogramm Insektenbiomasse sich bilden können. Und da haben viele Vögel Nahrung. Und das ist eben auch das, wenn wir bemängeln, ja, es gibt wenig Vögel, wenig Insekten. Das hängt alles überwiegend auch mit der Tierhaltung zusammen. Wir haben bei uns im Hof über 40 Schwalbennester und ist ein eindeutiges Zeichen, dass genügend Nahrung da ist. Und das will ich jetzt mal demonstrieren und zeigen an so einem Kuhfladen. Wenn man hier mal nah rangeht, man sieht hier einige Fliegen, Käfer, die hier rauskrabbeln und diese Löcher. Und jetzt machen wir das mal auf. Und jetzt sehen wir hier die Käfer krabbeln und vielleicht mal ein Kuhfladen, der schon einen Tag liegt. Da haben wir das auch. Da sind jetzt schon hier die Käfer drin und die Fliegenmaden. Und wir haben über oder bis zu 100 Arten bei uns in Deutschland, die an diesen Kuhfladen gebunden sind und davon leben. Und ja, und wenn eben keine Kuh mehr ihren Kuhfladen draußen auf die Weide setzt, dann fehlt auch ganz vielen Tieren Nahrung. Und das hängt eben alles zusammen. Ja? Man kann das immer nicht nur als eine Sache betrachten, man muss das ganzheitlich betrachten. Na, die Kuh ist wichtig, dass das Grünland erhalten bleibt, dass die Insekten leben und dass dann die Vögel was davon haben. Ja, und das ist eine ganz wichtige Sache, die wir hier machen mit dem ökologischen Landbau und mit dieser ganzjährigen Weidehaltung. Das merkt man über die Jahre. Also wir haben enorm viele Feldvögel. Wir haben auch teilweise hier seltene Arten wie das Braunkehlchen, der Raubwürger kommt hier vor und auch andere Arten, Goldammer und so weiter, also die jetzt in so eine reichhaltige Landschaft auch gehören. Und ganz viele Schwalben, die sozusagen auch mit der Weidetier- und hier Tierhaltung am Hof eben zusammenhängen. Auch Schleiereulen sind da und Turmfalke und so und alles. Also hier kann jeder leben oder jedes Tier hat auch Nahrung und das liegt vor allen Dingen an dieser Rinderhaltung. Ja, das muss man auch sagen. Und wer jetzt hier bei uns Fleisch kauft, der hat, kann auch mit gutem Gewissen sagen, dass er wirklich was auch für den Naturschutz, Umweltschutz tut und für die Erhaltung der Biodiversität bei uns in Deutschland. Das ist für Sonntag krass. Ja, wir sind jetzt hier in einer unserer artenreichen Wiesen. Eine Wiese setzt sich immer zusammen aus Gräsern, Kräutern und den ganzen Schmetterlingsblütlern. Und wir sehen jetzt hier ganz viel Buntes. Ja, wir sehen den Wiesenrotklee, wir haben Schafgarbe und wir haben die Wiesenmargarite. Die ist jetzt schon wieder am Abblühen. Wir haben Johanniskraut. Ja, wir sind jetzt um den Johannistag ringsherum, deswegen hat die Pflanze ihren Namen. Und das Johanniskraut. Und wir haben Nelken. Also hier, das ist die Heidenelke, die hier blüht. Und ja, die Pflanzen brauchen auf jeden Fall auch dann diesen späten Schnitttermin. Also wir mähen jetzt unsere Wiesen auch möglichst nicht so zeitig, damit diese ganzen Arten überhaupt die Möglichkeit haben zum Aussamen. Ja, so eine Heidenelke, die ist halt noch nicht fertig. Die kann ihre Samen noch nicht bilden. Die Margarite, die wäre schon teilweise fertig. Da könnte man Heu machen. Aber man muss halt auch sehen, wenn man Artenreichtum haben will und nicht nur die 0815 Arten und viele Gräser,
dann muss man auch mal was blühen lassen. Und ja, und wichtig ist auch mal, die Rinder drauf treiben, ja, dass die füttern auch dann den Artenreichtum, weil die verbreiten diese ganzen Samen. Das sind ganz viele Samen, die bleiben am Fell hängen von den Rindern und die verbreiten das dann. Und so ist das ja auch früher gekommen, dass viele Arten sich verbreitet haben. Na, die sind eben nicht so mobil wie der Löwenzahn, der mit dem Wind dann fliegt, oder hier das Ferkelkraut, ja, das fliegt mit dem Wind, die Samen, aber das können eben manche Pflanzen nicht und dafür sind die auf Tiere angewiesen, die eben woanders hinbringen. Ja, das sind unsere Gänse. Wir haben über 100 Stück. Großteil davon, die kommen zu Weihnachten dran. Das sind die Weihnachtsgänse für unseren Hofladen. Und wir haben aber auch noch Zuchtgänse. Also wir machen Zucht mit deutscher Legegans. Die ist übrigens vom Aussterben bedroht. Das ist eine seltene Haustierrasse. Die erhalten wir noch. Und dann haben wir die Steinbacher Kampfgänse. Diese grauen, die ziehen auch die Jungen sehr gut groß und das ist so auch unser Ansinnen, dass man wirklich die Tiere großzieht zusammen, also mit den Elterntieren gemeinsam und nicht dann einfach bloß die Gänse zukaufen und dann Weihnachten schlachten, sondern wir haben das ganze Jahr Arbeit. Es hat seinen Nachteil, aber es hat eben auch seinen Vorteil, dass man seine eigene Genetik erhält und die Tiere, die Rasse auch erhält. Das ist was ganz Wichtiges für auch die Artenvielfalt in der Landwirtschaft.